Jo Leute, und damit herzlichst willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir haben ja in den letzten Folgen eine ganze Menge geschafft und heute wäre meine Mission, ein paar Farmfolgen zu machen. Wir werden jetzt gleich uns bewaffnen und dann runter in die Mine gehen und danach gehe ich wahrscheinlich in den Nether, aber das werdet ihr wahrscheinlich erst morgen oder sogar erst übermorgen sehen. Mal sehen, je nachdem wie es jetzt mit dem Dia-Glück läuft, denn wir haben ja jetzt zum Glück Glück 3 auf unserer Dia-Spitzhacke. Das ist Schock. Das ist erst echt einfach geil. Leute, ich fackel jetzt hier nebenbei übrigens die Bäume ab, weil, die regen mich auf. Wir gehen jetzt runter in unsere Mine. Und in der Mine geht's dann los mit dem Farmen. Das Gute ist, durch unsere Federfallboots kann ich hier jetzt einfach runterrennen. Und, das halt alles ohne Fallschaden zu bekommen. Und schon sind wir nämlich in der Mine. Und hier lege ich jetzt direkt los. Also, wir können nur die Daumen drücken. Ich hoffe auch, dass wir heute nicht wieder, wie beim letzten Mal, ich glaube, eine Dreiviertelstunde habe ich insgesamt gesucht, nach passenden Dias, die wir abbauen können. Hallo, liebe Dias. Ich will ein bisschen mit euch teilen, denn ich brauche beide Dias. Ich bin jetzt hier schon wieder ein ganzes sehr weites Stück am Minen. Aber wirklich was gefunden habe ich noch nicht. Wir haben jetzt noch nicht angefangen zu stripmine, aber mal sehen. Was haltet ihr von Schule? Ich habe ja letztes schon mal, glaube ich, darüber geredet, dass ich so ein bisschen momentan am Ackern bin und so, ne, damit das alles gut wird. Nur gestern, ich weiß nicht, eigentlich bin ich ein Mensch und Wuffi, alles ist gut. Mach dir keine Sorgen. Eigentlich bin ich ein Mensch, der sich nicht leicht stressen lässt. Ich bin auch eigentlich nie gestresst, weil, keine Ahnung. Nicht, weil ich keinen Stress habe, sondern halt einfach, weil ich ihn mir nicht mache. Nur letztens war ein Moment, wegen privaten Sachen, so YouTube hat früher ganz oft echt reingestresst und mittlerweile rege ich das relativ locker, weil ich mir denke, jo, und wenn ich jetzt abends mal ein bisschen länger wach bin, ist das auch kein Ding. Nur mittlerweile, irgendwie so von Schule ist zurzeit richtig stressig, einfach stressig. Also 10. Klasse ist ja immer noch mal was anderes und oh! Hallo Freunde! Ich hab euch so vermisst. Und wisst ihr was? Die bauen wir erst später ab. Oder ich hab gestern so, 10. Klasse ist ja immer noch mal was anderes als 9. 9. waren bei mir nie so, dass ich wirklich dachte, yo, das ist jetzt mittlerweile echt viel. Aber 10. ist jetzt echt noch mal ein Ticken härter. Auch wenn, früher haben so die Leute oder die Lehrer immer gesagt, ja, nächstes Jahr wird hart, müsst ihr euch darauf vorbereiten. So wird ganz anders als das vorherige Jahr. War eigentlich nie so, aber haben sie immer gesagt. Aber dieses Jahr ist es wirklich ein bisschen, muss ich sagen, ein bisschen stressiger so. Auch viel mehr Stoff, den wir selbst lernen müssen, als jetzt zum Beispiel früher es war. Früher hat man immer zum Beispiel einfach den Stoff bekommen, den man brauchte. Mittlerweile muss man ihn sich selbst aus dem Buch rausschreiben und erarbeiten, damit man dann den Stoff für den Test hat und ob es richtig oder falsch ist, weiß man nicht. Da momentan ist es echt so, ich komme wirklich in so vielen Fächern so viel zu tun, so viel, was manchmal Stundenaufgaben sind. Also mit Stunde meine ich wirklich eine Stunde, nicht weil ich langsam arbeite, sondern einfach, weil es wirklich echt eine Aufgabe ist, die viel Zeit benötigt. Und keine Ahnung, ich finde das ist nicht geil, wenn man sich denkt, yo, ich bin jetzt gleich damit fertig, dann freut man sich, wisst ihr, und dann denkt man sich aber wiederum, jo, dann muss ich direkt danach mit was anderem weitermachen, weil ich sonst einfach nicht schaffe. Und gleichzeitig, finde ich, ist dieser Stress auch nicht lernfördernd, denn wenn du lernen willst und dabei ein bisschen gestresst bist, weil du weißt, yo, eigentlich muss ich noch 1000 andere Sachen machen, die fertig werden müssen bis dahin, und du dann lernen willst, dann geht das einfach nicht in deinen Kopf rein, das funktioniert nicht. Klar kann man jetzt sagen, ja, dann mach doch erstmal alles und dann kannst du in Ruhe lernen, aber wenn ich abends 22 Uhr oder so lerne, wo ich komplett todmüde bin, dann geht auch nicht mehr wirklich viel in meinen Kopf rein. Also würde ich jetzt sagen, nimmt der Kopf es auf jeden Fall auf, aber man lernt nicht so gut, wie wenn man jetzt komplett fertig oder ausgeschlafen ist oder wenn man komplett, ich würde sagen, ausgeruht, wenn man voller Power ist, so, wisst ihr, was ich meine? So, ich fange jetzt hier ein bisschen an zu stripmine nebenbei, weil ich habe jetzt einen ordentlichen Gang schon gebaut und ich denke mal, da passt das jetzt ganz gut. Wir sind diesmal tatsächlich auf keine Höhle oder irgendwas gestoßen, was hätte jetzt richtig fatal sein können oder was unseren Gang hier wieder auseinanderbringt, sondern diesmal haben wir es wirklich geschafft, einen geraden Gang zu bauen, der auch super cool ist, finde ich. Und wir können Kohle ja jetzt auch mit Glück abbauen und bekommen da gleichzeitig dann mehr draus gedurbt, was perfekt ist, weil Kohle genau das ist, woran es bei mir seit gefühlten Jahrzehnten mangelt. Das ist super, das fällt mir jetzt gerade erst ein, wo ich es gerade gesehen habe, dass wir die Kohle ja jetzt im Prinzip dann auch duplizieren und vervierfachen, dreifachen, was auch immer können. Das ist heftig, guck mal, ich habe jetzt schon fast 1,5-6 Kohle, nur jetzt aus der Ader und vielleicht 2-3 Stück davor so. Leute, achtet ihr eigentlich viel auf eure Ernährung? Ich habe letztens ein Video gesehen, wo gesagt worden ist, dass man ohne eine gute Ernährung, wo ich dann das Video auch direkt ausgemacht habe, weil es für mich purer Quatsch ist, dass man ohne eine gute Ernährung nun mal keine Muskeln aufbauen könnte, beziehungsweise
nun mal auch überhaupt gar keine Muskelmasse aufbauen wird. Und ich saß da so, hab mir das Video angeguckt und dachte mir so, warum so? Keine Ahnung, ich bin ein Mensch, Leute, ich sag's euch ehrlich, Alter, ich achte null auf meine Ernährung. Ich ernähre mich wie das größte Stück Abfall. Also wirklich, jetzt ich esse so viel Fertigzeug und ganz viel ungesundes Kram oder ungesunden Kram, ganz viel Fast Food und Bar und hier und da und geht gar nicht. Ich weiß, das ist nicht gut. Aber ich mach's trotzdem, weil, keine Ahnung, wenn ich mein Leben lebe, dann will ich mir auch mal was gönnen. Wisst ihr, was ich meine? Und dann finde ich, dass sowas auch manchmal echt okay ist. Manchmal, beziehungsweise sehr oft bei mir. Und das Ding ist, ich mache jetzt seit, oh je, lasst mich nicht lügen, 2,5 Jahre. Seit 2,5 Jahren mache ich abends so immer ein bisschen was, nicht viel, keinesfalls viel so. Immer mal so ein paar Liegestütze oder sowas, wisst ihr, aber jetzt nichts, wo man sich die Arme bei ausrenkt und danach 10 Jahre lang Muskelkater hat. Sondern halt immer mal, was ein bisschen fit bleibt, wo ich auch sagen muss, ich mache das nicht, damit ich geilen Body habe oder sowas, sondern einfach damit ich mich selbst, oder sagen wir es so, ich fühle mich selbst einfach besser. Schon seitdem ich angefangen habe damit. Und da ist mir das auch aufgefallen und seitdem mache ich es halt auch deswegen. Weil man sich einfach, keine Ahnung, am nächsten Tag, du stehst auf und du hast keinen Muskelkater, aber so ein gutes Gefühl in deinen Armen und in deiner Brust und in deinem Körper an sich. Und das fühlt sich einfach gut an. Das ist nicht, das ist so ein, ich würde behaupten, angenehmes Ziehen. Kein Muskelkater, sondern so ein, die sind halt noch geladen, die Muskeln. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich glaube, das muss man kennen, damit man weiß, was ich meine. Und das fühlt, man fühlt sich einfach besser. Und ich bin der Meinung, so durch so ein bisschen Sport und sowas, baut man einfach viel, viel Stress ab und viele Gedanken verschwinden halt einfach oder verschwinden nicht direkt, sondern man kann sich davon echt gut beruhigen. Und das, finde ich, macht das Ganze auch übelst aus. So. Dadurch, dass ich das schon so lange mache, haben natürlich sich bei mir auch Muskeln aufgebaut, weil bei jedem Menschen, egal, außer du isst jetzt gar nichts, 4 Monate lang, was nie gut ist, egal in welchem Fall, aber eigentlich, wenn du dich normal ernährst oder sogar ein bisschen zu wenig ernährst, selbst dann wirst du, wenn du Sport machst, Muskeln aufbauen. Das da, also irgendwie wirst du merken, jo, da und da verändert sich was. Das wird nicht passieren, dass du 4 Wochen jeden Abend was machst, 4 Wochen jeden Abend wirklich dich an deine Grenzen bringst und du dir dann denkst, jo, aber wofür mache ich das eigentlich, weil mein Körper verändert sich nicht. Das wird nicht passieren. Und wenn das wirklich so ist, Leute, dann würde ich echt euch empfehlen, geht zum Arzt und redet mit dem darüber, weil das ist unmenschlich, dass da dann nichts passiert, außer ihr habt jetzt schon 100 Kilo Muskelmasse oder sowas, dann natürlich, dann sind die Fortschritte immer langsamer. Nur sonst müsst ihr eigentlich immer, egal wie ihr euch ernährt, egal wie sonst was ist, müsste sich immer irgendwas an eurem Körper tun. Irgendwas wird sich aus Sport, wenn ihr Sport macht, wird irgendwas sich immer zurückzahlen. Egal, ob es in eurem Körper ist oder ob es für euren Geist ist. Und das werdet ihr, denke ich, auch merken, wenn ihr damit anfangt. Also ich kann es nur empfehlen, Leute, wenn ihr da Bock drauf habt und euch denkt, yo, momentan alles ein bisschen schwierig, macht am Abend ein paar Liegestütze, macht ein paar Übungen oder sowas, aber bitte im Voraus, weil ich es früher nicht gemacht habe, achtet auf eine saubere Ausführung. Saubere Ausführung ist einfach das A und O. Wenn ihr keine saubere Ausführung habt, könnt ihr euch zwar denken, boah, ich bin so krass, ich habe gerade 80 Liegestütze gemacht, aber wenn die nicht sauber waren, dann ist es erstens für den Muskel nicht gut, zweitens für die Gelenke nicht gut und drittens, am Ende hat es, glaube ich, dann eh nicht so viel gebracht, weil die Ausführung halt einfach kacke war. Deswegen achtet da wirklich drauf, guckt euch vielleicht auch ein paar Videos an, wenn ihr Bock darauf habt, wenn ihr das wirklich wollt. Keinesfalls steht da irgendwie die Ernährung mit im Raum. Klar, wenn ihr euch heftig ernährt, wenn ihr darauf achtet, was ihr, wie ihr euch ernährt und was ihr vor allem für Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße zu euch nimmt, dann wird die Entwicklung wahrscheinlich viel, viel schneller gehen als bei jemandem, der jetzt null darauf achtet. Aber definitiv wird es nicht passieren, dass ihr euch überhaupt nicht entwickelt, wenn ihr euch einfach scheiße ernährt. Das passiert nicht. Ich hätte gerne jetzt nach ein paar schon wieder viel, viel zu vielen Minuten bitte wieder, wenn es geht, ein paar Dias. Das wäre hervorragend. Darüber würde ich mich freuen. Oder willst du schon wieder gleich für dich singen, Alter? Das kannst du halt knicken, Junge. Das Ding ist, hier müssen doch irgendwo mal Dias sein. Also Kohle und Redstone finde ich hier in Massen, wie ihr seht. Aber absolut keine Dias. Und für die Leute, die sich wundern, warum ich den Bruchstein alles mitnehme. Ich werde ihn hier wahrscheinlich auch in Kisten in den Gängen dann immer lagern.
Einfach damit wir in der Farm, die wir am Nether bauen, auf jeden Fall genug haben werden. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall noch richtig, richtig interessant. Also das im Nether, wenn das einmal fertig ist und wir dann hier jetzt noch vielleicht mal ein paar Dias finden würden, dann ist echt Jackpot, Leute. Jackpot einfach. Ja, einfach Game durchgespielt, so gefühlt. Also heute habe ich definitiv wieder diesen anderen Pech. Weil, also wirklich jetzt, ich finde nichts. Nichts. Ich habe bisher noch keinen einzigen Dia gefunden. Und wir sind seit über 25 Minuten. Doch, ich habe die Dias da vorne gefunden, das stimmt. Aber sonst sind wir seit 25 Minuten jetzt am Farm. Oh, scheiße, das war unangenehm. Das war ein bisschen sehr hoch. Ich hoffe, das hat sich in der Aufnahme nicht zu schlimm angehört. Oh je, yeah. Oh, sind das? Nein. Nein, das sind... Das ist die Achterquelle an Dias. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht, dass wir das in diesem Projekt nochmal erleben. 8 Dias haben wir hier. Wunderschön. So, jetzt die Frage. Glaubt ihr, es sind neun? Nein, okay, es sind keine 9. Egal, Leute, die bauen wir später ab. Alter, ich glaube, ich habe gerade... Oh, das war ein richtig hoher Ton. Das habe ich noch nie aus meinem Mund gehört. Was war... Das war unangenehm. Also ich entschuldige mich schon mal im Voraus an alle, die jetzt einen Tinnitus haben. ich weiß selber noch nicht so ganz mit meiner Stimme umzugehen, wie man vielleicht gerade gehört hat. Jo, Leute, ich hoffe, euch hat die etwas chaotische Folge gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten Mal bauen wir dann auch alle Dias ab. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao, liebe Leute.